Okay, das ist nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet hatte. Es ist eigentlich okay. Gemütlich. Tims Anruf annehmen. Macht das... Ist das Richtige? Hey, Tim. Endlich. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Drück den Knopf da auf dem Bedienfeld. Knopf. Ist das der Lichtschalter? Wart's ab. Knopf auf dem Bedienfeld. Dieser hier? Neuer Benutzer identifiziert. Stanley Moray, Arbeiter Level 3. Willkommen an Bord. Stan, das ist Mercury, das neueste Mitglied der Unitrench-Familie. Der Computer spricht jetzt? Mehr oder weniger. Merc ist ein besserer Taschenrechner, aber er hilft bei der Verwaltung und so weiter. Erwarte nur keine Debatten über den Sinn des Lebens oder ähnliches. Aha, ziemlich schick. Du bist es wert, Stan. Nur das Beste für Unitrench-Mitarbeiter. Aha. Warum glaube ich, dass du scherzt? Ich bin beleidigt, Junge. Wie auch immer, jetzt wo ihr euch kennt, solltest du Zugang zu allen Räumen haben. Alle Räume sind jetzt offen. Ich gebe dir einen Moment Zeit, dich mit all den luxuriösen Einrichtungen vertraut zu machen, die dir zur Verfügung stehen. Übrigens, gern geschehen. Ich würde mit dem Lagerraum anfangen und sicherstellen, dass alle Sachen heil angekommen sind. Okay. Hallo, Benutzer Stanley Moray. Update heruntergeladen. Paketgröße 300 Kilobyte. Erforderliche Zeit 3 Wochen, 6 Tage. Daisy. Assistent. Der Titel passt gut zu mir. Heutige Tatsache des Tages. Unitrench war das erste gewerbliche Bohrunternehmen, das unbemannte Drohnen einsetzte. Sehr gut. Heutige Tatsache des Tages. Okay. Unitrench war das erste gewerbliche Bohrunternehmen, das unbemannte Drohnen einsetzte. Sehr gut. So, Kit 09. Lagerraum. Das hier sieht aus wie der Lagerraum. Okay. Oh, dann gucken wir mal. Was wird denn hier gelagert? Es gibt keinen Pudding? Emma würde ein paar Aufnahmen von der Tierwelt hier unten lieben. So, das Lebensmodul 6 Meter. Foto. Ich habe eine Kamera im Lebensmodul gefunden. Ich sollte sie mal ausprobieren. Lederschildkröte fotografieren, Tintenfisch fotografieren, Blauhai fotografieren. Orca, Buckelwal, Blauwal. Was? Blauhai, Blauwal, okay. Robbe, Walhai und Riesenhai. Das sind mir ein paar viele Haie hier gerade. So, was haben wir denn hier? Arbeitsvereinbarung. Lebenslauf, frühe... Was? Achso, hier. Rolle, Wartungspersonal, Klasse 3. Lebenslauf, frühere Tätigkeit. Hafentaucher, Klasse 2. Shorthafen, Maintenance Facility. Mit der Unterzeichnung der beigefügten Unterlagen erklärt sich der oben genannte bereit, alle Aufgaben zu erfüllen, die ihm von dem ihm zugewiesenen Unitech-Supervisor oder einem Mitglied des Unitrench Offshore Advisor Boards übertragen werden. Der oben genannte verzichtet auf alle Möglichkeiten, rechtliche Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten, die sich auf die Arbeitsbelastung, die Arbeitszeiten vorbestehende oder während des Arbeitsverhältnisses aufgetretene Krankheiten, Verletzungen, Tod, Fahrlässigkeit des Arbeitgebers oder Kündigung beziehen. Ich verkaufe dir meine Seele. Andreas, ich grüße dich. Hi.
Sollte der oben genannte diese Bedingungen nicht einhalten, behält sich das Unternehmen das Recht vor, das Arbeitsverhältnis mit den oben genannten fristlos zu kündigen und alle einschlägigen rechtlichen Schritte einzuleiten, die den Umständen der Nichteinhaltung durch den oben genannten angemessen erscheinen. Jegliche Gespräche mit anderen Mitarbeitern oder externen Parteien, die mit der Gründung einer Gewerkschaft oder Tarifeinheit im Zusammenhang stehen oder daran angelehnt sind, führen ebenfalls zu einer fristlosen Kündigung. Ich verkaufe dir einfach meine Seele, ja. So, verlorene Objekte. Sofortbildkamera. Das war gerade hier im Modul. Lassen haben. Okay. Plastikverschmutzung. Kunststoffe sind eine der gefährlichsten Hinterlassenschaften unserer Zeit. Ob Schildkröten, die sich in Dosenringen verfangen, oder Robben, die an Flaschendeckeln ersticken. Jedes Teil davon ist ein potenzieller Killer. Man schätzt, dass sich zwischen 75 und 200 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen befinden. Emma sagte, dass es fast 25 Milliarden Mikroplastikpartikel sind. Ich wusste nicht einmal, dass es so große Zahlen gibt. Man kann sich gar nicht vorstellen, welchen Schaden so viel Plastik in den Meeren anrichtet. Eine Ansammlung von Plastikmüll, die auf der Oberfläche schwimmt. Solche sind hier in der Gegend relativ klein, aber Emma erzählt mir von einer im Nordatlantik, die sich über hunderte von Kilometern erstreckt. Hunderte, kaum zu glauben. Tatsächlich hat sie sich im vergangenen Jahr zusammen mit NGOs sowie Surfrider an einer großen Protestaktion gegen genau diese Art von Verschmutzung beteiligt. Auf einer großen Konferenz mit Führungskräften aus der Ölbranche war Unitrench natürlich auch vertreten. Sie schickten schließlich ihre privaten Sicherheitsleute, um die Demonstranten zu vertreiben. Nett. Mhm. So, die Kamera haben wir. Ja, genau, Andreas, genau. Oh, hier ist noch ein Beam. Crafting-Tisch. Ich hatte ein ganzes Trainingsmodul zu dem Ding. Rohmaterial geht rein. Nützlicher Kram kommt raus. Sehr schick. Okay, kurz beschrieben. Auf den Punkt gebracht. Deaktiviert. Okay. Ich glaube, alles ist gut angekommen. Gott sei Dank. Wenn da irgendwas mit passiert wäre. Ja, ich sollte sie irgendwann aufhängen, ohne irgendwelche Löcher zu bohren. Hey. So, ja, ja, ich hab gemacht. Ist das Ding an? Na, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Hier können wir auch nichts weiter. Erstmal zurück in den Kontrollraum, ne? Wenn du keine Beschwerden hast, hast du den Rest des Tages frei. Fühl dich wie zu Hause und ruh dich aus. Morgen geht es an die Arbeit. Gute Nacht. Gute Nacht, Tim. Ich sollte mich wohl melden. Bei Emma. Emma anrufen. Heutige Tatsache des Tages. Ach, der erzählt immer selber. Ich war das erste gewerbliche Bohrunternehmen, das unbemannte Drohnen einsetzte. Sehr gut. Ja, gut. So, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, was ich gerade durchgemacht habe. Wer kommt auf sowas?
Okay, cool. Denke ich. Ich würde... Achso, hier. Ziemlich exponiert. Zum Glück bin ich allein. Also, ja. Scheint irgendwie überflüssig, wenn man bedenkt, dass das der Meeresboden ist und so. Mel, hey, was soll das heißen? Oh, ja, ich kann das schaffen. Oh, hey, ein Computer. Wow. Die haben es wirklich übertrieben. Totaler Nutzen. Ich kann immer von hier aus anrufen. So, zum Ändern der Ansicht. Power Unit. Bisschen komplizierter als ein Telefon. Aber ich glaube, das müsste gehen. Hallo, hier ist Emma. Ich bin gerade nicht da. Natürlich. Also sprich nach dem Pieps. Verdammt. Hi, Emma. Ich bin's, Stan. Ich meine, ich bin's. Hi. Ich bin gut runtergekommen. Ich weiß, dass ich nicht, was wir sagten, bevor ich ging. Du sagtest, du bräuchtest Freiraum, ja? Und ich brauchte Freiraum, also, ja. Das ist Freiraum. Tim hat mir ein Telefon besorgt. Natürlich, unter der Nummer, die ich dir gegeben habe. Er sagte, die Leitungen sollten jetzt repariert sein, aber naja, es ist von Unitrench, also wer weiß. Ich vermisse uns. Ich vermisse... Ach, weißt du was, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ruf mich an. Okay, na gut. Du solltest ins Bett gehen. Für wen ist das? Ich bin der Einzige hier unten. Und mich haben die schon eingesagt. Tag abschließen. Ich will erstmal gucken. Naja. Es sitzt sich ganz gut. Aber nicht vergleichbar mit meinem Sessel zu Hause. Ich bin jetzt wohl für euch verantwortlich. Man baut so eine Lebenskapsel unter Wasser, um sich dann unter Wasserpflanzen in so einer Lebenskapsel zu halten. Na gut, wir setzen uns ja auch Blumen auf den Balkon, ne? So, ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich würde mal hier... Morgen ist ein großer Tag. Da sollte man sich ausschlafen. Dankeschön, Harrow. Was? Wo bin ich? Ich war... Was ist das? Was? Stromleitungen? Was träum ich denn für einen Käse? Und warum bewegt sich die Welt? Ich habe kein Echolot, ich verlaufe mich. Da stimmt was nicht. Das ist... Da
bist der Wal, aber ich kann nicht fotografieren. Was passiert hier? Was ist das? Okay, hier geht's nicht weiter. Komme ich hier rüber? Nö. Ich kann auch nicht springen, okay. Noch eins. Aber das ist nicht... Es sieht... absichtlich aus. Das ist... so abgedreht. Seekrank hier. Okay, hier ist wieder eine Straßensperre. Liegt hier hinten noch irgendwas drin? Was ist das? Ach, das sind Muscheln, ne? Ja. Okay, dann wird es hier nicht weitergehen. Ich hätte ja gesagt, okay, wir müssen zu dem Leuchtturm, aber... Wenn ich hier nicht rüberkomme? Ich kann auch nicht schneller rennen, ne? Nö, kann ich nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, Mann. Mein Tipp ist immer noch der Leuchtturm. Nein. Oh. Nicht hier. Oh. Nächsten Tag hier, schlechte Träume. Au. Hat der manchmal irgendwie... Gab's da einen Autounfall, irgendwas? Also, weil... Ich weiß nicht. War das so der erste Heimt? Vielen Dank dafür, Tim. Blub, blub, blub. Ich mache blub, 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 ne?
Setzen macht, glaube ich, keinen Sinn. Gibt's hier was Neues? Das Teil wohl irgendwelche Spiele hat? Ja! Lass mal Under the Waves spielen, das Spiel soll cool sein. Nee, ne? Naja, ich hab's versucht. So, Morgenschiss können wir den lassen, okay. Duschen, ach, warum auch, ne? Wir haben in unserem Neoprenanzug gepennt. Da kommt eh kein Dreck ran. Diese Autos. Ach, was ist los mit dir? Warum kannst du es nicht einfach sein lassen? Die könnten nützlich werden, falls was Schlimmes passieren sollte. Achtung, Hallo, Mel? Hallo? Sag mal. Guten Morgen, Stanley. Es ist 7:32 am Dienstag, dem 27. März. Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Produktiv? Oh. Nee, das Klo war gesperrt. Gibt's, wie soll ich da Kaffee produktiv sein? Wrack? Wird überprüft. Ja. 10 Kilogramm Happy Morning Instant Kaffee sind noch übrig. Großartig. 10 Kilo reicht. Für den Anfang. So, hier gibt's eine Kaffeemaschine. Na aber, hallo. Okay. Mal sehen, was du so kannst. Sieht robust aus. Bisschen was von unserer Tauchkapsel. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Boah, wollen wir noch einen trinken? Ich brauche noch einen Kaffee. Anscheinend ruft Tim an. Tims Anruf an. Hey, jetzt müssen wir mal Kaffee trinken. Vor Kaffee ist nicht, ne? VZ, ich grüße dich. Hallo. Alles gut. Ist immer noch warm hier drin. Wer will noch einen Kaffee? So, und jetzt müsste ich auch mal aufs Klo. Ziemlich detailliert. Bereich ist gut kartografiert. Okay. Ja, gut, wenn du da was siehst, kann ich hier mich. Kann mich sogar hinhocken, okay? Sogar noch länger als das Southern Great Escarpment sind die Anden. Diese majestätischen Berge befinden sich im Herzen von Südamerika, erstrecken sich über 7000 Kilometer und gelten als eines der Weltwunder. Die Oberfläche scheint hier so weit weg zu sein. Na gut, können wir hier hinten noch was machen? Ja, hier kann ich noch rausgucken, ne? Emma würde das total gefallen. Oh. Okay. So, ich werde mal einen Anruf annehmen, ne?
Funkspruch in 8 Metern. 7, 6. Morgen, Tim. Da ist er ja. Wie war die erste Nacht? Es war, gut. Frag nicht. Wenn das Riesenölkonglomerat-Ding nicht funktioniert, hat Unit Trench eine strahlende Zukunft in Matratzen. Nur das Beste für unsere kleine Elite. Also, bereit für den Tag? Ja, klar. Gut, schau dir die Aufgabentafel zu deiner Rechten an. Sie zeigt jeden Morgen die täglichen Aufgaben an. So einfach? So einfach. Man sieht sich. Okay. Okay. Das hört sich einfach an. Zwei neue Missionen verfügbar. Unerledigte Missionen. Von Algen reinigen. Grüne Algen entfernen. Nee, Quatsch, entfernen. Ja, ernten. Dabei entfernen. Fremde Art von Algen erkannt. Bewege dich dorthin und sammle die grünen Algen. Okay. Brunnen melden Leck bei der Raffinerie. Finden und reparieren. Okay. Logbucheintrag. Logbucheintrag 01. Stan Morey. Sie sagten mir, ich müsse ein Logbuch führen, persönliche Gedanken, Probleme und so weiter. Offenbar hilft es, eine stabile, emotionale Basis aufrechtzuerhalten. Ich nehme sie beim Wort. Dies ist mein zweiter Einsatz als Taucher und mein erstes Leben auf dem Meeresboden. Das Lebensmodul ist richtig hübsch und es gibt einen Fernseher. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich hier schreiben soll. Ich fühle mich gut, nehme ich an. Der Abstand von allem ist schön. Dringend nötig. Ende des Eintrags. So, was haben wir noch? Weil hier noch so ein Dingensens ist, hier so ein... Missionen abgeschlossen haben wir noch nicht. Ah doch! Freie Zeit? Okay, jetzt sind die Dinger da oben weg.